Okay, ja, natürlich, der muss es besser wissen, klar. Wissen. Ja. Ja. Ja, schöner Pass von Tibi Mackie. Reichel pennt da so ein bisschen. Ja, das zweite Mal schon, dass da dieses Alley-Oop-Anspiel auf Snell jetzt kam, diesmal klappt. Ja. Frierson bekommt wirklich keinen Zentimeter, hat jetzt aber ein bisschen Platz. Oh, über die ausgestreckte Hand von Helmanis, der jetzt Frierson auch postet und zielt. Ja. Ganz stark gemacht. Ja, ja, ja. Und Dinante Jones! Alles klar, wusste ich auch nicht, dass er so fliegen kann. Für mich der einzig positive Licht, der Lichtblick sozusagen, ja, aus Sicht von Bremerhaven, dass Breitloch hier defensive Energie reinbringt, der natürlich vom deutlich größten Nachteile gegen Seljes hat. Mal schauen, ob Tübingen Seljes hier auch postet. Und der ist hart. Direkt über Breitloch. Ja, aber Breitloch fehlen da einfach 10 cm. Was ein Pass von Arthur Kimimäki und zeigt da auch an. So ein Backdoor-Play sehen, wo sie dann ordentlich erwischt werden. Was ein Pass hier von Krajkovic und Thomas. Ja. Also so ein Highlight, warum nicht jetzt mal mitreißen. Ein Wenkhof, ja. Ja. Da muss ein schneller Abschluss her. Und Frierson mit dem wilden Dreier. Und wird geblockt, ja. Und dem Fastbreak von Šerić. Sein zweiter Dank. Ja, ich sag mal so, es kommt eh schon selten vor, dass der Dank. Ich wollte es gerade sagen, ich kann mich an keinen Dank bis jetzt erinnern und noch einmal um zwei in einem Spiel. Ja, den, und wieder give and go. Stark. Schön gespielt auf Otto in der Ecke und den macht er, ja. Ganz stark gespielt. Danny Jansson findet trotzdem noch was vorüber, als ich aufdrehe. Ja, natürlich. Da war kurz bitterböse. Oh, mit Valkyrie Dimmer noch mal mit dem kleinen Außen gezeigt hinten raus. 3 Minuten vor Schluss. Da ist die angesprochene Defense. Wenn ihr hier noch mal den Dank seht von Valkyrie Dimmer. Auch mit V, ja. Aber das ist ihm jetzt auch egal.